So, mal gucken. Vielleicht kann ich ja erstmal mich hier mit den Bienen hier mal unterhalten, damit die mal aufhören mit ihrer Scheiße. Leih ihr mir einen Schmerz. Das verzerrte Gesicht, sie hält etwas fest. Insektenspray. Run. Run, Boy, run. Wenn das Spiel dir Insektenspray gibt, das ist, oh, das ist nicht gut. Es ist so gefährlich, um weiterzugehen. Fucking use Insektenspray. Does not work. Ah, natürlich, durch das Loch. But of course. Na, but of course. But of course. So, ich hab nämlich langsam von euch Bienen die Schnauze voll. Maya. Okay, ich bin immer noch relativ... Maya, oh lol. Ich bin immer noch relativ cool, was Health angeht. Ja. Nimm das, Bean! Take that, you bees! Und ihr existiert weiter, wirklich. Besonders die übergroßen Mutanten-Dinger da. Ist jetzt hier wenigstens mal ruhig? Ja, hier ist jetzt ruhig. Oh, nice, ist endlich Ruhe. Und mein Insektenspray ist weg. Residenzschlüssel. Geil, noch so ein Ding. Ein rotes Kraut. Nehme ich. Okay, weiterer Residenz. Oh, Alter, du siehst echt nicht gut aus, Kumpel. Alter. Und ich bin voll. Ah ja, stimmt. Stimmt, ich habe ja einen Residenzschlüssel. Ja, da war ja was. Habe ich doch gerade genommen. Because I used the Rätsel. Bist du grün? Bist du noch ein roter? End my suffering. End my schnaufering. Nee, ohne Kack, ich bin hier gerade am abrasten. Ich bring mal... Nee, doch nicht. Super, das heißt, ich habe da jetzt also 4 Behälter und soll also irgendwas zusammenmixen. Ach du Scheiße. Oh, Farbbänder. Ich kann sie nur nicht mitnehmen. Oh, fuck, ich mach später weiter. Oh, Mann. Ja, geil. Eine 5-Insel Pflanze ist vom Schwarm wütender Motten umgeben. Oh nein, nicht wütende Motten. Alles aber nicht die wütenden. Magar steht voller roter Bücher. Ein weißes Buch steht dazwischen. Mitnehmen? Laborexperiment mit organischer Chemie. Die Ähnlichkeiten in Zellengemeinschaften der schnell wachsenden Pflanzen mit den Tyrannenvirus infiziert wurden, sind bereits an anderen Stellen dokumentiert. Bei der Wiederbelebung dieser Experimente gab es jedoch einen interessanten Aspekt. Wir konnten belegen, dass eine Chemikalie der UMB-Gruppe, UMB Nummer 20, Quick Maths, einen Stoff enthält, der für die Zellen der Pflanze giftig ist. Ah, das erklärt natürlich alles. Gut, jetzt weiß ich also auch, was ich mir machen muss. Das heißt, ich muss irgendwie diese Matheformel denn in der Chemikalie X umsetzen. Das wird ein Witz. So. Dann können wir legen, Chemie 8. Klasse, Leute. Ja, Let's go. Nur, dass es mehr Mathe ist als alles andere. Wir haben UMB20 einen neuen Namen gegeben, V-Jolt. Unseren Berechnungen zufolge sollten die Anwesen von V-Jolt direkt in die Wurzelpflanze in 5 Sekunden deren völligen Absterben führen. V-Jolt lässt sich eine Mischung der Chemikalien VP und einem bestimmten Verhältnis herstellen. Der Umgang mit der UMB-Chemikalie erfordert jedoch besondere Vorsichtsmaßnahmen. Bei unsachgemäßer Vorgehen kann Giftgas freigesetzt werden. Also wie mischst du das Falsche, den kackst ab? Ja, ich sehe schon. Die Merkmale der einzelnen UMB-Chemikalien sind wie folgt. UMB Nummer 3, rot oder gelb. Gelb war da ja. UMB Nummer 7, UMB 10, VP17 und V-Jolt. Ja, die Summe habe ich ja. Das ist ja nicht das Problem. Und ich weiß auch jetzt, dass ich ein rotes Buch da reindrücken kann. Wieder was gelernt, Kinder. Ich hätte nur die hier gerne. Kann ich nicht? Nee, natürlich nicht. Gut, das ja, heißt... Ja, Shadow Clipper geht nicht Powerpuff Girls, genau.
Technisch gesehen, ich mach das nur, um dann halt zu sagen, so, ihr bekämpft jetzt nicht das Böse, ihr bekämpft jetzt Bienen. Und, süß wie Zucker, scharf wie Pfeffer. Scharf wie Pfeffer. Schnell für mehr. Und wie lauter schon Sachen. Ja, das wird gleich witzig. Sind die Bienen endlich weg? Oh, die Bienen sind endlich weg. Ey, die Powerpuff Girls, ich bin ganz ehrlich, wenn du eine Möglichkeit hättest, dir eine Freundin zu erschaffen, auch wenn sie ein Reagenzglaskind ist. Meine Güte! Wann ist man schon wählerisch? Wann kann man schon mal Gott spielen? Ich finde es irgendwie cool. Was? Gott zu spielen? Ja, das auch, aber nee, einfach die Vorstellung so nach dem Motto so, yeah, Mädels. So, warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Warte mal, ich pack die beiden mal weg. Das behalte ich mal, weil ich denke, das werde ich relativ bald mal brauchen. Das erste Hilfe-Spray brauche ich noch nicht. Das leere Buch brauche ich. Das hier brauche ich nicht. Ich werde aber mal meine Gewehrmunition holen und einmal mein Gewehr nachladen. So, just in case. 6 Schuss wieder drin, sehr schön. Das packen wir da jetzt rein. Ja, das sollten wir relativ... Wir sind zwar auf... Ich benutze es jetzt. Come on. Dann sind wir wieder clean. Haben noch genug Heal-Items auf Reserve. Und dann brauche ich echt... Alter, ich brauche so viel Platz da nachher, um die Chemikalie X zu basteln. Das wird witzig. Das wird denn ja echt ein Spaß, die Chemikalie X herzustellen. Ich nenne sie jetzt einfach eiskalt Chemikalie X. Verklag mich doch, Nintendo. Oder wer auch immer Powerpuff-Girls erschaffen hat. Verklag mich doch, Disney. Ist das von Disney? Ich habe keine Ahnung. Das war doch Nickelodeon, oder? Was war Nickelodeon? Ich habe keine Ahnung. Oder bin ich jetzt dumm? Ich weiß es nicht. I have no idea. I have absolutely no idea. Okay. Erstmal nimm die Farbbänder mit. Die werden mir, glaube ich, noch sehr helfen. 3 Stück. Nice. So, dann pressen wir jetzt mal das Buch hier rein, weil das ist way too obvious. Da scheint eine Art Muster zu bilden. 2 Bücher vertauschen. Für mich sehen die gleich aus. Oh. Oh. Wait a freaking minute. Wehe, da kommen irgendwo Nudes bei rum. Ich schwöre dir. You get in a world of trouble with me. Nude. Ja, okay, jetzt sehe ich es auch. Please don't ban me, Twitch. Yay! Das sieht jedoch ein bisschen mehr nach Arbeit aus. Ich gehe erstmal. Nee, nicht dadurch. Scheiße. Cartoon Network sogar. Jetzt haben wir es aber. Please don't ban me, Twitch. Please. Es sind nur Bücher. Ganz normale Bücher. Es ist Literatur. To be honest. Außerdem konnte man nichts sehen. I swear. By the moon, by the stars and above. Ugh. Wurzeln einer Riesenpflanze ragen aus der Wand. Ja, schau mal einer. Du sollst nicht durch die Tür, du blöde Nuss. Oh. Ah. Geh da wieder rein. Was hilft gegen eine Schreibblockade? Mehr schreiben. Nee, keine Ahnung. Voller Smith. Ja, ich wollte gerade sagen, entweder Musik oder du guckst dir, je nachdem, was du für eine Szene schreiben willst, such dir mal AMVs auf raus. Von irgendwelchen Animes. Passende. Animu. Und dann guckst du davon 3-4 Stück und dann kriegst du Kopfkino und dann passt das. Ich spreche aus Erfahrung. Vertrauter Frau mit dem Kopfkino. Hey, Joel. Hi, Joel. Du Bombo. Oh, er ist sehr kreativ. Er muss am Stream sein. Er streamt Resi. Ich musste ihm von deinem Seufzer der Enttäuschung erzählen. Seufzer der absoluten Enttäuschung.
wo du im letzten Stream zugeguckt hattest. Oh. Und dann dieser typische, ich mach's nochmal nach. Oh. UMB Nummer 3. Okay, dafür mein Behälter. Das. Plus 1 ist 4. Ah, er mixt gerade J-Volt. Ja, soll ich. Ich bin nur noch nicht ganz dahinter gekommen, was 1 ist. Na, den kleinsten Wert hat immer noch Wasser. Ah, ich kriege also hier auch irgendwo... Ah ja, hier ist ein Wasserbecken. Okay, warte mal. Ich bin aber erstmal so schlau und gehe nochmal zurück und mache mir Platz, weil ich, wenn ich hier 4 Behälter habe, ich schätze mal, ich werde alle 4 brauchen. Wenn das Spiel mir je nachdem wir ausschweifen, du mixt, also ich glaube, ich habe 3 gebraucht. Ich bringe lieber einmal kurz die Farbbänder zurück, die ich gerade geholt habe. Das just in case. Getting the Farbbands. Just in case. Die Frau mit dem Kopfkino hat schon sehr weitergeholfen, danke. Kein Problem sei. So. No problemos, compañero. Erstmal wieder von Captain Tentakel angegrapscht werden. Tentakel. Ich sag dir, du Vieh, irgendwann, ne? Irgendwann kriege ich euch, ihr hinterhältigen Schlümpfe. Das auch. Ja, du darfst das Vieh ja gleich umbringen. Mhm. Das ist nur die Frage, wohin mit dem Zeug? Da in dem Bad an die Ranken oder ist das egal? Nee. Natürlich nicht egal. Willst du rumprobieren oder was willst du dir direkt sagen? Tell me. Im Keller. Keller. War es ja schon im Keller. Da wo, da bei dem Aquareng. Mhm. Ach, da wo das Ding lebendig ist? Mhm. Also da gibt's ja diesen kleinen Nebenraum, ne, wo es zum Generator geht. Da wabbelt ja so ein Haufen Rankenzeug rum. Ja, ja, ich hab mal aus Interesse versucht draufzuschießen, nachdem ich das Wasser abgelassen hab. Mhm. Aber ja, also da musst du das Game reinkippen und dann verreckt das wie ein, ja. Ah. Dit. Oh. Oder du versuchst händeringend irgendwie mit Feuerkraft gegen das Vieh zu kämpfen, was... Das funktioniert? Man kann es versuchen, aber das frisst viel zu viel Leben und Muni, als dass es Vieh sich irgendwie rentiert. So, du sollst den Behälter nehmen, du Nuss. Hier hören sie zuerst. Das so. War Jeff der Schwätzer. Einmal eine leere Flasche, dann einmal eine leere Flasche, einmal noch, und noch eine leere Flasche. Und mich selbst. Ich bin auch eine Flasche. Was? So. Dann gehen wir das Ganze jetzt mal Schritt für Schritt durch. An der Wand steht geschrieben 1 plus 3 gleich 4. Quick Maths. Das heißt, ein Teil Wasser, ein Teil Goop Juice. Eine Flasche Wasser füllen. Okay. Und dann tun nicht schön ans Rezept halten, ansonsten hast du einen Raum voll Senfgas. Mitnehmen. Folgendes, UMB3. So, das heißt, jetzt muss ich einmal Wasser mit UMB3 mischen. Mhm, jetzt haben wir einmal 4. Okay, steht da sogar, was da denn drin ist. 4, dann 4 plus 6 ist gleich 10. Das heißt, 6 ist das hier, gelb, mitnehmen. Okay. So, für die Kinder, die jetzt... wir jetzt damit, okay. Die Kinder, die noch die Matheprüfung schreiben müssen, schön mitschreiben, ne? So, jetzt haben wir einmal 10. Und das ist jetzt wieder eine andere Mischung. Das ist jetzt 1 plus 6, also Wasser plus 6. Ach du Scheiße, und da muss ich irgendwie 10 herstellen. Ja gut, kriege ich auch hin. Ich mache erstmal einmal die 7. Ja. Folgendes, gelb 6. Und einmal mit Wasser füllen. Da erstellen wir jetzt einmal 7. Willkommen zurück. Das ist jetzt die Substanz Nummer 7. Das ist jetzt nicht die Chemikalie X. So, ich habe einmal 7. 10. Das heißt, ich stelle jetzt nochmal... Ja, warte mal. Ich stelle jetzt einfach nochmal 10 her. Ganz normal. Oder ich kombiniere es mit dem 10, das ich jetzt habe. Nee, warte mal. Das ist doch Blödsinn. Das geht doch viel leichter. Ich kombiniere einfach jetzt das 10, was ich jetzt habe, mit der 7, die ich habe. Da habe ich 17. Und pack noch einmal 3 hinzu. Hab 20. Dann müsste das passen. Uah, hingeschmolzen. Ja, 17. Jetzt brauche ich noch einmal 3. UMB 3. Und das kippen wir da jetzt auch noch rein.
Und wir haben V-Jolt. V-Jolt. Jolvalolt. Bejeweled. Bejeweled. So, jetzt habe ich drei Gefäße bei mir im Inventar rumpimmeln. That's great. Kann ich da irgendwie Wasser reinpacken, damit das Wesen besser riecht? Jetzt kommt die Chemikalie X. Die Chemikalie X, ja. Die Festplatte, die will noch nicht. Meine neue Festplatte, um die kümmere ich mich nachher. Aber er läuft wieder. Komm ich von hier? Das ist eine Schreibmaschine gewesen? Nee, aber wohl, Windows ist wieder scheiße zu mir. Jetzt hat's mich wieder erwischt. Eieiei, das rotiert aber. Ja. Okay, what's down here? Und ich habe mir dann erstmal vorhin nach der Arbeit. Ja, geil. Tentakelraum, wunderbar. Ich hier. Ja, wow. Nice. Die Tür lässt sich auf einmal nicht mehr öffnen. Das ist ja ganz dandy. Ich habe mir dann vor nach der Arbeit eine neue Festplatte gekauft gehabt. Problem? Die will gerade noch nicht erkannt werden. Okay, gut. Ich habe gerade gedacht, ich komme nicht mehr aus diesem Raum raus. Du darfst nicht gehen. Ach so, und dann komme ich hier einfach raus. Ja, ich Mensch. Ich freue mich, dass du gehst. Ja, geil, okay, ich habe da keinen Schaden durchgenommen, also gut. Also jetzt einfach wieder zum Aquaring zurückpimmeln und da... Ja, eben, und dann schön die Wurzeln vergiften. Okay, die da so dumm rumpimmeln. Wobbel, wobbel, wobbel. Ich gehe aber kurz einmal zurück und bringe die ganzen Gläser weg, die ich nicht mehr brauche. Das macht nur das Inventar voll. Kann ich ja zum Glascontainer gehen? Ja, ich wünschte, es wäre hier gerade in der Spencer-Mansion irgendwo ein Altglascontainer, weißt du? Wo eine alte Omi aus Resi 7 davor sitzt und fragt, kann ich da auch ein Glasgehacktennüschchen reinwerfen? Boah, kann ich hier meinen Buntglas auch reinwerfen? Nein, das ist illegal und wenn du das tust, dann stirbst du. Könnt ihr bitte den Geschützbüro rufen? Oh Gott. Resi 7, nein, tun wir nicht. Talk for yourself. Ironie? Es ist... Oh. Jetzt komme ich. Also ich mag's, es hagelt Backsteine. Du gehörst in meinen Freundeskreis, deswegen akzeptiere ich deine Meinung noch. Du wirst einfach nur mit dem imaginären Stiefelkreis der verachtenden Blicke gestraft. Kannst ja mit Ethan reden. Ethan ist ein Lappen, aber... Na gut, immerhin auf dem Punkt sind wir uns einig. Ja, das Spiel ist geil, aber Ethan ist so ein Lappen. Ist einfach, er sagt fuck. Was meinst du? Er sagt immer fuck. Ethan müffelt, ja. Hast du das eine Mal geschrieben auf Twitter? Ja, wenn Leon spielen würde, wenn Leon da drin wäre, Wenn wir Ethan durch Leon ersetzen würden, das Spiel wäre noch am Essenstisch vorbei. Ja, nicht so ganz. Aber. Also drei würden instant verrecken und die Mutter würde anpumpen, du mach mir richtiges Frühstück sofort. Deswegen. Zieht sie so am Kragen über den Tisch und ich hab Hunger. Das Schlimme ist, ich habe mir jetzt vom letzten GDQ, also hier Speedruns Dingens, habe ich mir Resident Evil 7 angeguckt im Speedrun. Das kann man Speedrun? Und wie du das Speedrun kannst, der hat das in unter 3 Stunden durch. Geil. Und es ist Trash? Ohne Scheiß, im Speedrun ist das Spiel noch schlimmer. Alles ist schlimmer im Speedrun. Ja, das ist echt so. Das ist alles noch uninteressanter. Das Ding ist, egal wie sehr du ein Spiel liebst, es wird lächerlich, wenn es gespeedrunnt wird. Ja, nur es gibt nicht mal Speedrun-Strats, die irgendwo interessant sind in diesem Spiel. Du musst einfach nur wissen, wo was ist und durchrennen. Ja, das ist bei jedem Resi so. Ohne Scheiß, was er meinte, das Ganze ist ein einfaches Trigger-Suchspiel, mehr nicht.
Geh hin, suche, kenne den Weg, weiß, wie die Rätsel funktionieren, Ende. Eben. Jedes Resident Evil kannst du in gut 3 Stunden schaffen. Ich müsste eigentlich auch mal gucken, ob ich Resi 4 Speedrun kann, aber ich glaube, dafür fehlt mir der Skill. Och, eigentlich kriegst du das gut hin. Ja, dann ist die Frage, spiele ich... dann ist die Frage, speedrun ich Resi 4 New Game Plus? Was natürlich... Das weiß ich, das gibt verschiedene Kategorien. Entweder New Game Plus, was natürlich abfuck wäre mit dem Endloswerfer, weil dann existieren Bosse eigentlich nicht. Beziehungsweise ich glaube, wenn ich es mit dem Endloswerfer spielen würde, das Spiel würde echt nicht lange dauern bei mir. Da wahrscheinlich kommt dann irgendwer und cheatet das Game so offen mit so einem ganz krassen Glitchcode, sodass du den Werfer schon im Normal Game hast und dann schießt du damit einfach alles ab. Na, es gibt ja wirklich, wenn du die Striker hast, es gibt irgendwie mit der einen Glitch, wo du, ja. Nimm das Tentakel mal kurz, um wieder zum Punkt zu kommen. Wenn du die Striker hast, kannst du dich angeblich schneller bewegen. Und das ist an vielen Stellen auch, das habe ich auch schon mal gemacht, das ist merkbar. So, Tentakel sind dead. Moment, das heißt, ich muss ich jetzt dann in diesen anderen Raum wieder und gegen die Reste von dem Scheißding kämpfen? Ja, du musst jetzt generell in den Raum rein. Aber jetzt hast du keine großen Probleme mehr mit dem Ding. Was? Der beste Speedrun für mich war Burnout Paradise bei den GDQ. Der Vorleser verspricht sich einmal und es wird zum Running Gag. X donated Y Daughters. Töchter? Das Schlimme ist, ich habe versucht, mir Burnout Paradise anzugucken, aber irgendwie... Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie so ein Run gewesen, wo mir der Speedrunner irgendwie alles versaut hat. Der Typ hat mich so zum Einschlafen gebracht, leider. Das ist häufig der Fall, weil wenn du dir die Videos im Nachhinein anguckst, du siehst ja erst, wenn der Run startet quasi, welche Rubrik das ist. Und entweder ist es eine Rubrik, die dich voll überhaupt nicht interessiert, weil sie absolut langweilig ist, dann schalte ich weg. Oder wenn der Runner irgendwie dich zum Einschlafen bringt. Das ist bei mir so, was Speedruns angeht, weswegen ich nur wenig beim aktuellen HGDQ geguckt habe. Was halt immer so als Speedrun-Impulsant aussieht, sind so Geschichten wie Devil May Cry oder Metal Gear Rising, also so Hack and Slay of Timing mit Bestnote. Ja, aber die gab's ja dieses Mal nicht. Es gab, aber ich habe dieses Jahr jetzt schon ein paar geguckt gehabt im Nachhinein. Zum Beispiel einer, das war eine Rubrik, die fand ich mega interessant. Der hat Punch-Out und Super Punch-Out zeitgleich gespielt. Den habe ich gesehen, der war cool. Das war ziemlich nice. Ich habe den Metal Gear Run gesehen, den Metal Gear Snake Eater Run habe ich gesehen. Snake Eater. Das fand ich auch ziemlich interessant eigentlich. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Ich muss diese fucking Pflanze jetzt irgendwie terminieren. Hey, I can't fucking see shit. So, warte mal. Hab ich noch Shotgun-Munition oder nehme ich einfach meinen Granatwerfer? Werfer. Ach komm, weißt du, Unkraut vernichten extrem. Ich hab, weißt du, Granaten im Überfluss, weißt du. Und wenn ich weiß, dass das Ding jetzt, ne. I better use... Du Granatwerfer brauchst du doch gar nicht. Nö? Hält das Ding so wenig aus? Du hast gerade die Wurzeln vergiftet. Oh. Ich dachte, mich erwartet jetzt noch ein Bossfight, sagt dem Motto. Die Pflanze denkt sich so, I will never die! Und fängt an mit Kettensägen, um sich zu schmeißen oder so. Leute, ich muss nochmal kurz meinen Rechner nochmal neu starten. Okay. Alles easy. Ja, aber sowas halt. Also, ich war mal ein bisschen picky, was das angeht. Oh, ich hatte, ich hab mir jetzt auf Twitch da, ich folge da jetzt den einen Speedrunner, den Alex so geil fand, weil ich den so, der war echt lustig, der hieß Covered Muffin. Ich bin hier vorher reingelaufen, deswegen, ich hab gedacht, das Ding wird sich jetzt nach den Wurzeln noch ein bisschen mehr wehren, deswegen, okay, ich nehme alles zurück. Oh, look, Twitch, please don't ban me. Wo? Barry, wo hast du das her? Barry! Jill! 2 Fragen, Barry. Ja, klar. Wunderbar. Erstens, woher? Zweitens, gibt's da noch mehr?
Ja! Oh, Barry! Der Mann, der mit einem Flammenwerfer kommt, um dich zu retten. Küss ihn. Ey, ich bin mit dem Granatwerfer reingelaufen. Ja, an dem Ding hättest du hier ohne die Vorbereitung wirklich das Arsenal leer geballert. Naja, hab ich mir schon fast gedacht. Also den Spaß kann man sich erlauben, wenn man da New Game Plus mit allen Sonderwaffen macht. Yeah. Ja. Barry ist ein richtig krasser Typ, Alter. Barry ist ein richtig cooler Typ. Ich mag Barry. That was close. Geiler Typ, ey. Don't mention it. Es ist Barry. But what was that? Jeder will das Jill Sandwich. Jeder will ein Sandwich mit Jill machen. Ich hätte jetzt gern ein Sandwich. Ich hab Was haben wir denn da? Hausschlüssel. Ist ein Patschel und Berries. Let me guess. Schlüsselmeister. Ein Jill und Berries? Ja. Ich möchte das Ding nur angucken. Ist das jetzt der Helmchen? Ja, es ist der Helmchen-Schlüssel. Helmchen. Das heißt, wir können jetzt wieder komplett zurück zur Villa wieder. Oh, shit, da muss ich ja wieder Brennstoff mitnehmen. Barry? Barry? Also okay, mit dir? I'm just standing. Barry. Er stand da wie Leon in Damnation. In Degeneration, meine ich. We should split up again. I'm a motherfucking Barry. I'm a motherfucking Flamberger. Okay, Barry. Be nice, be cool, be smexy. Be Barry. Be Barry. Don't be an asshole, be Barry. Hi, Lonely Wolf, willkommen. Benimm dich nicht wie Chris, sei wie Barry. Okay, back to the business. Denn alle wollen so sein wie Barry. Ja. Hallo, ein Mann, der mit einem Waffenarsenal auf Inseln fährt, um seine Tochter zu finden. Best Dad ever. Und dann seine Tochter? Welche Tochter? In Revelations. Barry hat zwei Kinder. Eben, und in Revelations 2 ist er ja einer der beiden spielbaren Charaktere. Also oh shit! Ja. Und seine Tochter ist der andere, der mit Claire abhängt. Das wusste ich nicht, krass. Best Dad! Warte mal, ist jetzt hier... Warte mal. Ja, er ist ja die Person, die mit hier mit dem kleinen Mädchen nachher unterwegs ist. Wie hieß sie noch? Natalia. Natalia, genau. Best Dad Award und so. Also Barry ist ein ziemlich guter Vater. Hat zwar einen kleinen Fetisch für Knarren, was ein paar Problemchen bringt, aber ansonsten. Ey, ganz ehrlich, heutzutage ist ein Fetisch für Knarren halb so schlimm. Ich meine, der Typ nicht, wenn du vergisst, die Tür abzuschließen. Ich meine, der Typ fährt mit einer Magnum auf eine Insel, also. Der Typ verpackt dir einfach einen Haufen Waffen und Munition in einem Abstellschrank. Lass mich raten, er nennt seine Waffen nach seinen Töchtern. Nein. Nee. Das wäre so Klischee, schade. Sonst, wenn du Zeit hast, guck dir meinen Revelations 2 LP an. Spoiler. Nee, aber Revelations 2 fand ich richtig geil. Eins war okay. Es war ein gutes Experiment und 2 war eine richtig geile Weiterentwicklung. Mhm. So, warte mal. Das heißt, hier sind wir jetzt. Ja, wir sind hier durch. Das heißt, wir können wieder zur Villa zurück. I don't want actually, but okay. Gut, dann muss ich jetzt... Das darf ich aber jetzt nicht vergessen. Wenn ich jetzt... Ach, Wesker, lange nicht gesehen. Chill. It was me, Wesker. I will help you. Kumpel, trust me, this is not a trap. Warum trägst du ja eigentlich drin eine Sonnenbrille, dude? Weil er cool ist. Weißt du, er ist genau einer dieser Leute, die auch im Club Brillen tragen, weißt du? So mit Klavier, Piano, Krawatte. Die ewigen 70er-Jähriger. But Wesker did not know that I got the key to the Helmchen. Aber hast du auch den Key zu seinem Herzen? Den will ich nicht. Ich dachte, den Steam Key. Ach stimmt, den Schlüssel will ja immer nur Fee. Oh, ich werde nicht mehr getentakelt. Oh, wie schön. So. Tentakel, ja da. Jetzt nochmal
Ich werde es auch nochmal abspeichern. Ich mache jetzt einmal einen Abstecher. Hol mir jetzt die Magnum nochmal. Mm. So, den werde ich brauchen. Das erste Hilfe-Spray packen wir mal beiseite. Das brauche ich gerade nicht. Ohne Kack, ne? Also, Wesker ist ja so eine Klasse für sich. So. He's an asshole. Yes. Aber ohne Kack. Auch jetzt später in den späteren Spielen, wo er dann halt jetzt wirklich Bösewicht ist, ne? Mhm. Ohne Kack. Also, er hat ja wirklich super viele Eigenschaften, die einen richtig auf den Piss gehen, ne? Aber wisst ihr, was mich an ihm am meisten stört? Jetzt kommt's. Die Sonnenbrille. Nein! Jetzt die kommt's. Fucking zurückgegähten Haare! Es macht mich fertig! Wirklich? Ich hasse das! Weißt oh mein du, der Gott, Kerl, das sieht so eklig aus! Der Kerl das beschmeißt dich mit seiner Bruder. Sonnenbrille als Ablenkung, trägt den wohl edgelordigsten Mantel, den du auf dem Markt kaufen kannst, ist übermenschlich, kann sich wie ins, weißt du, wie der Flash bewegen und was dich stört, sind seine fucking Haare! Ja, weil, pass auf, ich denk mir so, okay, Sonnenbrille ist cool. Mantel ist auch cool. Kann man machen. Fähigkeiten?